Amerikanische Weihnacht in Südvietnam. Santa Claus und sein Rentierschlitten rollen auf Panzern durch ein Kriegsgebiet, das die Welt seit fast 3 Jahren in Atem hält. Zur Feier des Friedensfests hat ein GI die olivgrüne Kampfkluft gegen das rot-weiße Rauschebartkostüm und die Waffen gegen milde Gaben getauscht. Der Weihnachtsmann auf amerikanischer PR-Tour in Fernost. Süßigkeitenpäckchen für Kriegsweisen aus einem Land, in dem die christliche Weihnachtsgeschichte allenfalls eine katholische Minderheit kennt. Dann zieht Santa Claus auch schon weiter. In christlicher Mission, der Deckname seines Blitzbesuchs in Südvietnam lautet Weihnachtsmann, ist am Tag vor Heiligabend 1967 auch US-Präsident Johnson unterwegs. Der Tag unseres Erfolges, lässt er seine Soldaten an diesem Tag wissen, ist nicht mehr fern. Worte, die der oberste Feldherr aller US-Truppen nur Wochen später bitter bereuen wird. Dem Gegner kommt der strahlende Optimismus von Amerikas Generälen gerade recht. Im Verborgenen bereitet er seit Monaten eine kommunistische Großoffensive vor. Mit dem großen Sturm des Nordens auf Quezon rechnen die Generäle des Südens nach dem traditionellen Neujahrsfest Tet. Erst kurz zuvor haben sich die Kriegsparteien für den höchsten buddhistischen Feiertag auf eine Kampfpause geeinigt. 36 Stunden lang sollen die Waffen schweigen. Und so begrüßen mit Drachentanz und Feuerwerk Tausende von Vietnamesen an diesem 30. Januar 1968 das neue Jahr des Affen. Kaum jemand ahnt, dass dieses Tet-Fest nur 24 Stunden später als die große Wende des Vietnamkriegs in die Geschichte eingehen wird. Mitten in der Nacht, die letzten Feuerwerke sind gerade erst erloschen, reißt ein Großalarm die amerikanischen Soldaten aus dem Schlaf. Binnen weniger Stunden sollen alle verfügbaren Truppen einsatz- und kampfbereit sein. Aus allen Standorten des Landes werden Luftstreitkräfte nach Saigon beordert. Der Feind hat sich zum ersten Mal aus der Deckung gewagt und er schlägt härter zu als jemals zuvor. US-Helikopter kreisen über Saigon. Mit Schnellfeuerwaffen und Granatwerfern haben Guerillakämpfer in den frühen Morgenstunden den Präsidentenpalast, das US-Hauptquartier und den wichtigsten Flughafen des Landes Than Son Nhut unter Beschuss genommen. US-Düsenflieger müssen nun ihre eigenen Stützpunkte angreifen. Zur gleichen Zeit hat der Gegner 5 der 6 großen Städte, unzählige Provinzhauptstädte, Ortschaften und lokale Verwaltungssitze attackiert. Die entscheidende Schlacht des Krieges hat begonnen. Kampf um die Provinz Bien Hoa am Rande der Hauptstadt. Als der Generalleutnant der US-Truppen in den Provinzen rund um Saigon nach dem ersten Vietcong-Angriff seine Truppen sammelt, stehen ihm nur knapp 300 GIs zur Verfügung. Die anderen sind, wie auch die meisten Vietnamesen, auf Neujahrsurlaub. Die Tet-Offensive hat die Amerikaner und ihre südvietnamesischen Verbündeten fast vollkommen überrumpelt. Im mühseligen Häuserkampf, Meter für Meter, müssen die Truppen die in feindlicher Hand gefallenen Bezirke jetzt zurückerobern. Die Tet-Offensive war ein Versuch der Nordvietnamesen und ihrer südvietnamesischen Verbündeten, in einem Überraschungsangriff möglichst viele Zentren der Macht und Städte der Macht im Süden, wenn nicht zu erobern, so doch zumindest anzugreifen und symbolisch zu zeigen, auch wenn die Amerikaner behaupten, und der Sieg steht bevor für den Süden und für die Amerikaner, denen und der Weltöffentlichkeit zu zeigen, wir können an jedem Ort in Südvietnam agieren und der anderen Seite Schaden zufügen. Es war ein Unternehmen, was vollkommen überraschend war und vor allen Dingen auch für die Amerikaner nicht mehr für möglich gehalten war, dass überhaupt noch so viel Potenzial da war auf Seiten der Vietcong und der Nordvietnamesen. Besonders heftig tobt der Kampf um die US-Botschaft. Im Verteidigungsplan von Saigon rot markiert, gerät die gerade erst fertiggestellte festungsartige Anlage im Zentrum der Stadt
ab 2.45 Uhr unter feindlichen Beschuss. In einem geheimen Telegramm an die Stabsleitstellen der US-Armee wird nur kurz darauf von einem der dramatischsten Angriffe überhaupt in Saigon gesprochen. Einem Guerillakommando ist es mit sowjetischen Panzerfäusten gelungen, ein Loch in die massive Schutzmauer des Botschaftsgeländes zu sprengen. Dann versuchen die eingedrungenen Partisanen eines Elitekommandos des Vietcong, sich den Weg zum Gebäude selbst freizuschießen. US-Soldaten und Militärpolizisten eilen den eingeschlossenen Mitarbeitern zu Hilfe. Botschafter Ellsworth Bunker ist bereits in ein sicheres Vorortversteck geflohen. Da erzählt unser Präsident, der Sieg ist greifbar nah, und plötzlich haben wir Fernsehbilder, wo auf dem Gelände der amerikanischen Botschaft, das ist das größte Botschaftsgebäude der Amerikaner außerhalb der USA, und da kämpfen blutüberströmte, haben wir diese Bilder, Botschaftsangehöriger mit der Waffe in der Hand. Das stimmt ja einfach nicht, das geht ja gar nicht. 6 Stunden lang währt der blutige Kampf. Mitten im Gefecht dramatische Szenen. Ein US-Soldat wird vom Panzer der eigenen Truppen überrollt. Schließlich gelingt es den herbeigeeilten US-Truppen, das Symbol der amerikanischen Staatsmacht in Vietnam zurückzuerobern. Zahlreiche Soldaten sind verletzt. Für die 19 Vietcong-Kämpfer war es ein Selbstmordkommando. Auch für 2 Militärpolizisten und 3 Soldaten der US-Armee ist es der letzte Einsatz gewesen. Der Kampf um die Botschaft ist gewonnen, doch Amerika steht unter Schock. Nachdem man die ganze Zeit versprochen hatte, das Ende des Krieges steht kurz bevor, es gibt das sogenannte Licht am Ende des Tunnels, zeigte diese Offensive, dass die Gegenseite noch längst nicht besiegt ist. Sie hat es sogar bis in die amerikanische Botschaft in Saigon geschafft. Und das führte zu einem riesigen Glaubwürdigkeitsproblem für Lyndon Johnson. Diese Tet-Offensive war ein Public Relations Disaster für die Amerikaner. Und die Tet-Offensive hat signalisiert, dass das Licht am Ende des Tunnels nichts anderes war als die Grubenlampe des Vietcong. Und ein bekannter Journalist hat am Abend, als diese Bilder von der Besetzung der amerikanischen Botschaft über die Fernsehschimmel flimmerten, gesagt, einer lügt hier. Und es ist meines Erachtens die Regierung in Washington. Sie hat uns immer vorgegaukelt, der Krieg käme zum einen Ende und jetzt das. Anlass zur Hoffnung gibt für die Amerikaner in diesen Tagen allein eine Tatsache. Entgegen allen Erwartungen sind die südvietnamesischen Streitkräfte unter den heftigen Attacken des Feindes nicht sofort zusammengebrochen. Bereits in den ersten Tagen nach Beginn der Angriffe schaffen es die Soldaten, dem Vietcong im Häuserkampf um die Außenbezirke Saigons standzuhalten. Zum autoritär regierenden Saigoner Regime bekennt sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Doch auch der vom Vietcong erhoffte Volksaufstand bleibt aus. Die Menschen wollen nicht zwischen die Fronten geraten. 2 Dinge hat Chapman nicht erreicht. Erstens die Hoffnung, dass sich die Bevölkerung auflehnen würde gegen das Regime. Das hat nicht funktioniert. Es gab keinen Aufruhr gegen die eigene Bevölkerung, auch nicht gegen die Amerikaner. Das war Punkt 1, Fehlentscheidung oder Fehlkalkulation. Die 2. Fehlkalkulation war, die südvietnamesische Armee ist nicht zusammengebrochen. Als die ersten Kämpfe um Saigon beendet sind, offenbart sich das ganze Ausmaß der menschlichen Katastrophe. Tausende von Kämpfern der Nationalen Befreiungsfront des Vietcong sind schwer verwundet, in Gefangenschaft oder tot. Den Tet-Angriffen fallen bis zum Frühjahr fast 60.000 von ihnen zum Opfer. Selbst manchem Amerikaner ringt der aufopferungsvolle Kampf der Guerillakrieger gegen die größte Militärmaschinerie der Welt Respekt ab. Es war für sie eine Gelegenheit, sich endgültig von dem kolonialen Joch oder dem imperialistischen Joch in ihrer Diktion zu befreien. Und diese Kraft des
antikolonialen Widerstands, dieser Wille, endlich einen eigenen Entwicklungsweg zu gehen und eine souveräne eigene Nation zu gründen, das ist eine politische und psychologische Triebkraft, die man in ihrer Motivation für eine kämpfende Truppe nicht unterschätzen darf. Als in fast allen anderen gestürmten Städten nur noch kommunistische Scharfschützen und Sabotagetrupps übrig sind, weht auf dem Kaiserpalast der Zitadelle von Hue Mitte Februar 68 noch immer die Flagge des Vietcong. US-Marines hatten in den Tagen zuvor im blutigen Nahkampf die Vorstadt des südlichen Flusses erobert. Dann kam ihr Vormarsch ins Stocken. Die Operation scheitert an den fast 4 Meter dicken Mauern der 150 Jahre alten Festung. General William Westmoreland entscheidet, wenn Hue nicht genommen werden kann, soll es zerstört werden. Während sich in der drittgrößten Stadt Vietnams in diesen Tagen dramatische Szenen abspielen, gehen zeitgleich in West-Berlin Tausende von Studenten, Gewerkschaftern und Bürgern gegen den Krieg auf die Straße. Unter ihnen auch die bekannten Kommunaten Rainer Langhans, Dieter Kunzelmann und Fritz Teufel. Über 10.000 Menschen protestieren an diesem Tag gegen den vermeintlichen Imperialismus Amerikas und für die Solidarität mit dem Vietcong. Der Demonstration vorausgegangen war der Internationale Vietnamkongress im Audimax der TU Berlin. Geladen hatten der Sozialistische Studentenbund und Rudi Dutschke. Die Stimmung ist aufgeputscht. Als einer der Redner unterbrochen wird, bricht im überfüllten Saal ein kleiner Tumult aus. Derweil geht in dem Land, dem all die Proteste gelten, das Blutvergießen unvermindert weiter. Der Belagerungsring um die Zitadelle von Hue zieht sich immer enger zu. Die heimliche Hauptstadt des Landes gilt als Zentrum der Rebellen. Von hier aus hatte sich einst auch der Widerstand gegen die französischen Kolonialherren formiert. Die mächtigen Mauern der, nach 3 Wochen langen Gefechten, noch immer von Vietcong-Kämpfern besetzten Zitadelle sollen um jeden Preis gebrochen werden. Innerhalb des Geländes der kaiserlichen Festung ist vom historischen Palastgebäude bald nur noch eine qualmende Ruine übrig. Kurze Atempause der erschöpften GIs zwischen den Kämpfen. Dann geht die Schlacht weiter. Von den Dächern des gegenüberliegenden Gebäudes, aus der Luft und aus schwerem Geschütz am Boden, wird die letzte Feste in der Hand des Feindes trümmerreif geschossen. Soldaten der Streitkräfte Südvietnams erklimmen die Reste der Ruine. Nach fast 4 Wochen geht auf der Spitze der Zitadelle wieder die Flagge von Saigon. Unter den tausenden Toten von Hue sind auch die Opfer des kommunistischen Terrors. Während der Besatzung waren unzählige Menschen ermordet worden. Hue nach dem Sieg der US-Truppen. Die Erleichterung steht den Soldaten ins Gesicht geschrieben. Wieder einen Kampf überlebt, wieder ein Stück näher an der Heimat. Giaps Angriffe, die urplötzlich ganz Vietnam zur Front gemacht hatten, scheinen fürs Erste gebannt. Militärisch hat der Vietcong zwar eine Niederlage erlitten, politisch machen die Neujahrsattacken die Offensive jedoch zu einem Erfolg. Wichtigstes psychologisches Moment war, dass jetzt plötzlich klar wurde, dass die Vietcong doch nicht geschlagen waren, sondern sehr wohl in der Lage waren, eine Großoffensive einzuleiten. Und die Folge war dann zum Beispiel, dass Walter Cronkite, der damals wichtigste Anchorman des amerikanischen Fernsehens, gesagt hat, wörtlich übersetzt, was zur Hölle geht denn da vor? Ich dachte, wir gewinnen diesen Krieg. In den offiziellen Pressemitteilungen der US-Regierung zum Krieg in Vietnam wird der amerikanischen Öffentlichkeit von Anfang an vor allem eines signalisiert. Wir, die USA, gewinnen diesen Krieg.
Die wider Erwarten angetroffene Kampfeslust und Zähigkeit des Gegners ist dagegen kaum ein Thema. Worte vom nationalen Sicherheitsberater unter Johnson, McGeorge Bundy. Ich denke, man kann sagen, dass die Amerikaner in Vietnam guter Dinge und bestens dafür gerüstet sind, allen Gefahren, auch Angriffen aus dem Hinterhalt, zu begegnen. Uns wurde dauernd erzählt, wir stünden kurz vor dem Sieg. Der Sieg warte quasi gleich um die Ecke. Ein typischer Ausdruck war, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Unvorteilhafterweise hatten schon die Franzosen diese Phrase in ihrem Krieg in Vietnam gebraucht, kurz bevor sie dann geschlagen worden waren. Die Prognosen wurden immer optimistischer. Und irgendwann passte das einfach nicht mehr zusammen, der tatsächliche Verlauf des Kriegs und diese unbeirrbar optimistischen Lageberichte. Denn der Krieg ging immer weiter, ohne dass der Sieg in Sicht war. Wir Reporter nannten das die sogenannte Glaubwürdigkeitslücke. Wir begriffen, dass die Leute logen, von denen diese optimistischen Statements kamen. Sie sagten einfach nicht die Wahrheit. Zunehmend schildern einige Journalisten auch die andere Seite des Krieges. Tod, Flucht, von Minen und Granaten verkrüppelte Kinder, von der Landkarte ausgelöschte Dörfer und desillusionierte GIs. In krassem Gegensatz zu den gängigen Erfolgsstories zeigen diese Titelbilder des Life-Magazins die ungeschönte Wahrheit des Krieges in Vietnam. In den frühen Morgenstunden des 5. Mai 1968 schreckt eine erneute Angriffswelle des Vietcong die Truppen in Saigon auf. Heftige Kämpfe toben vor allem im Süden der Stadt, in der Nähe eines französischen Friedhofs. Neben einigen US-Einheiten sind es diesmal vor allem die Truppen der südvietnamesischen Armee, die den Angriff zurückschlagen. Jahrelang war der Krieg von den Einwohnern Saigons weit entfernt ausgefochten worden. Gekämpft wurde in den Reisfeldern, im Dschungel und in den Bergen des Hochlands. Doch mit der Tet-Offensive ist der Krieg mitten in die 3-Millionen-Stadt gekommen. Mit Überraschungsangriffen und Scharmützeln aus dem Hinterhalt versuchen die aus dem Untergrund operierenden Guerillakämpfer des Vietcong, die Bevölkerung Saigons mürbe zu machen. Denn vor allem die Angst und das Gefühl der Aussichtslosigkeit des eigenen Kampfes sind es, die immer wieder Soldaten der südvietnamesischen Streitkräfte desertieren lassen. Doch der Krieg mitten auf den Straßen der Hauptstadt treibt die Menschen auch in die Flucht. Nach vorsichtigen Schätzungen fallen den Kämpfen allein in diesen Tagen über 20.000 Behausungen zum Opfer. Und die Verteidiger Saigons, sie sind oft kaum älter als Teenager. Ein Bezirk ist zurückerobert. Die meisten Bewohner dieses ärmeren Stadtviertels sind geflohen, doch ihre Habseligkeiten mussten viele zurücklassen. Reiche Südvietnamesen haben ihre Familien fortgeschickt, aufs Land, zu Verwandten oder ins nahe Seebad Vung Tau. An anderen Stellen der Stadt gehen die Kämpfe weiter. Zurück bleiben tote Vietcong und unzählige tote Zivilisten. Opfer, die gerade von der Führung in Nordvietnam bereitwillig hingenommen werden. Erst am 12. Mai ist die zweite Welle der Tet-Offensive zurückgeschlagen. Für wenige Wochen verstummt der Gefechtslärm in Saigon. Die Guerilla der NLF hat fast 80% ihrer Kampfkraft eingebüßt. Unzählige ihrer Männer geraten in Gefangenschaft. Junge Vietnamesen, die zum Militärdienst für den Vietcong nicht selten gezwungen werden. Vor dem wachsamen Auge der Kameras gleicht die Behandlung dieser Gefangenen fast einem Musterstück der Regeln des Kriegsrechts. Die ausgehungerten Männer erhalten eine kleine Portion Reis. Annehmlichkeiten, mit denen sie im Falle einer Gefangennahme sonst nicht immer rechnen können. Folter und Mord sind an der Tagesordnung. Protestaktion vor dem Kapitol. Im März halten bereits 49% aller Amerikaner das Engagement ihres Landes in Vietnam für einen fatalen Fehler. Der Öffentlichkeit war klar, so wie dieser Krieg geführt wurde,
ist er nicht mehr zu gewinnen. Amerika wird Vietnam nicht niederringen können. Und War at Home meint, dass während gleichzeitig der Krieg in Vietnam stattfand und vor allen Dingen junge amerikanische Männer diesen Krieg führten, in den USA selbst es große Demonstrationen, zum Teil auch gewaltsame Auseinandersetzungen im Land über diesen Krieg gab, der immer heftiger ausgetragen wurde. Besonders die Studenten begehren auf gegen den Krieg ihrer Regierung. Das Land ist gespalten wie nie zuvor. Wir haben die Minderheit der rebellierenden Studenten, die sagen, dieser Krieg ist ein Verbrechen. Dieser Krieg wird aus Gründen geführt, die moralisch nicht legitim sind. Dieser Krieg basiert auf falschen Voraussetzungen. Wir wurden belogen und betrogen. Und es gibt auch die Opposition der sogenannten schweigenden Mehrheit, die sagt, wir sind unter falschen Voraussetzungen dort reingegangen und wir gewinnen offenbar nicht. Und deren Parole ist nicht sofortiger Rückzug, sondern deren Parole ist get out or win. Also gewinnt den Krieg oder zieht euch zurück. Aber dieses Durchwursteln, wie das bisher der Fall gewesen war, das akzeptieren wir nicht länger, weil zu viele junge Männer im Leichensack nach Hause kommen. Allein in der ersten Woche der kommunistischen Tet-Offensive fallen 416 Soldaten. Mehr als die USA in Vietnam jemals in 7 Tagen verloren haben.